Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder meine Monatsfavoriten für euch und zwar für den April oder vom April, denn der April ist vorbei und es ging so schnell und es ist einfach schon fast Mitte des Jahres und was soll das, wieso geht die Zeit so schnell vorbei, aber wie auch immer. Jedenfalls zeige ich euch heute die Produkte, die ich cool fand, die Serien, die mir besonders gut gefallen haben und noch alle möglichen anderen Sachen und dann würde ich sagen, wir starten direkt ins Video. Fangen wir zuerst mit den Serien an und da steht natürlich ganz oben auf meiner Liste 13 Reasons Why, beziehungsweise Tote Mädchen lügen nicht. Es hat sich ja auch schon in meinem Currently Watching, also die Serien, die ich gerade schaue, Video angesprochen. Und ich weiß ja auch, dass ganz, ganz viele von euch die Serie gesehen haben und genauso cool finden wie ich. Ich finde, das ist einfach ein mega wichtiges Thema und jeder sollte einfach die Serie gesehen haben. Und wenn ihr mehr darüber von mir hören wollt, dann schaut euch am besten das Video mit Serien, die ich gerade schaue, an. Also das ist von letzter Woche, glaube ich. Ich verlinke es euch mal hier oben. Da habe ich auch ein bisschen über die Serie geredet und auch noch über ein paar andere Serien. Zum Beispiel über Prison Break. Das mochte ich diesen Monat auch sehr, denn die 5. Staffel hat angefangen und ich bin ein kleines Fangirl, was Prison Break betrifft. Das ist richtig geil. Also ich liebe Prison Break und die neue Staffel hat es echt in sich. Ich bin mega gespannt, was da noch so kommt. Und schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr das auch gerade schaut. Und eine weitere Serie, die ich auch sehr, sehr gerne mochte, ist Vampire Diaries. Das schaue ich momentan wieder mit meiner Mama zusammen an. Ich bin jetzt mittlerweile in der Ende 3. Staffel. Oh Gott, schon so weit, ey? Kranker Scheiß. Okay, egal. Jedenfalls Ende 3. Staffel und es ist schon cool und ich liebe Klaus und natürlich Damon, Leute. Wer mag Damon bitte nicht? Falls jemand unter euch ist, der Damon nicht mag, schreibt das mal in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Aber ich glaube eigentlich, dass jeder Damon liebt, denn er ist halt einfach so toll. Aber gut. Und die letzte Serie, die auch ein Favorit von diesem Monat war, ist Famous in Love. Davon liefen zwar erst 2 Episoden, aber ich muss jetzt schon sagen, dass ich es ziemlich, ziemlich cool finde. Es geht um ein Mädchen, ich glaube, sie heißt Paige und sie wird gespielt von Bella Thorne. Und ich muss ja sagen, Leute, ich mag ja Bella Thorne gar nicht, denn sie hat Tyler Posey verarscht. Aber egal, jedenfalls mag ich sie nicht. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ihre Rolle ist echt cool. Also diese Paige, die sie da spielt, ist echt mega sympathisch und cool. Und ich meine, sie ist auch mega hübsch und so weiter. Und eine gute Schauspielerin. Deshalb achte ich jetzt nicht mal auf die Schauspielerin, sondern mehr auf den Charakter in der Serie. Jedenfalls spielt sie ein Mädchen, das über Nacht zum Star wird. Sie bekommt eine richtig krasse Rolle in einer Serie oder in einem Film. Das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Jedenfalls kommen dann natürlich auch noch die Jungs ins Spiel. Und dann wird sie auf einmal berühmt und bliblablu, ne? Dieses ganze Zeug. Und bisher finde ich es ziemlich cool, muss ich sagen. Ich habe zwar erst 2 Episoden geschaut, wie gesagt, aber ich glaube, da kommt noch einiges Cooles auf uns zu. Und die Typen sind natürlich auch nicht schlecht, ne? Die sehen auch echt gut aus. Das waren jetzt die Serien, die ich diesen Monat besonders mochte. Natürlich habe ich noch viel mehr Serien gesehen, aber das waren so meine Favorites. Und dann kommen wir zur Musik, die ich diesen Monat geliebt habe. Ich habe eigentlich den kompletten Monat nur 2 Sachen gehört und zwar einmal die Deep House Playlist auf Spotify, also die ist mega bekannt, diese Playlist. Die höre ich immer im Auto rauf und runter, die ist richtig cool. Und jetzt kommt das Highlight, natürlich alle, komplett alle Lieder von Gavin DeGraw. Denn, Leute, ich drehe dieses Video hier am Donnerstag, heute ist Donnerstag. Aber, wenn ihr dieses Video seht, ist Sonntag und zu diesem Zeitpunkt werde ich in ein paar Stunden auf dem Gavin DeGraw Konzert in Frankfurt sein. Da gehe ich mit der Mona hin und Leute, Gavin DeGraw ist einfach König, ohne Spaß. Wenn ihr ihn nicht kennt und wenn ihr so Musik in Richtung von James Arthur, Ed Sheeran und sowas mögt, dann müsst ihr euch Gavin DeGraw anhören. Er ist so toll. Ich liebe ihn. Ich höre ihn ohne Spaß einfach schon seit 10 Jahren oder sogar über 10 Jahren. Eigentlich seit ich One Tree Hill schaue und wir hatten das angefangen, ich habe 2004 oder sowas, 2005, irgendwas um den Dreh. Oder 2003 sogar. Irgendwann da und so lange höre ich ihn einfach schon und ich liebe ihn. Und ich konnte nie auf ein Konzert gehen und jetzt ist es endlich soweit und jetzt bin ich schon, okay, ich muss runterfahren, ich muss runterfahren, Maren, fahr runter. Hört euch unbedingt seine Lieder an. Ich schwöre euch, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr halt diese Art von Musik mögt. Dann kommen wir jetzt zu den Beauty-Produkten, die ich im April gefeiert habe. Und das ist gar nicht so viel irgendwie, weil ich habe jetzt nicht so viel Neues für mich entdeckt. Nur eine Sache und eine andere Sache, die ich wieder für mich entdeckt habe. Und zwar die neue Sache ist eine Foundation. Und jetzt erstmal so eine kleine Vorgeschichte. Und zwar, bei mir ist es so, ich trage nie Foundation. Wirklich nie. Ich benutze immer nur Concealer für unter die Augen und so auf kleinen Pickelchen und so weiter. Und dann nehme ich einfach so ein durchsichtiges Puder
und mache das hier überall hin, fertig. Aber dann dachte ich mir eines Tages, okay, ich probiere jetzt mal eine Foundation aus und dann tat ich das. Und ich muss sagen, ich finde es richtig cool. Also, weil ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich eine Foundation trage, habe ich halt voll das Cake-Face und bin so voll mit Schichten von Make-up und so. Dabei ist es ja gar nicht so. Das war früher so dieses Vorteil und so weiter, aber mittlerweile gibt es ja echt Foundations, die so mega leicht sind und nicht so wirklich decken, nur halt so ein bisschen ebenmäßiger machen. Und da habe ich eine Foundation für mich entdeckt, und zwar von L'Oreal ist die Indefectible Sculpt Contouring Base Make-Up. Die ist lustigerweise auch irgendwie dafür da, dass man danach auch konturiert. Wahrscheinlich auch mit den Produkten von L'Oreal. Ich benutze andere Produkte, also wenn ich meine Haut ein bisschen konturiere. Ich habe sie auch jetzt gerade drauf. Ich habe die Farbe 02, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass das hellere für mich eventuell auch okay ist. Ja, ich bin schon sehr hell, muss ich sagen. Ich glaube, so eine Mischung aus 1 und 2 wäre wahrscheinlich das Beste für mich. Aber ich muss echt sagen, dass ich die ziemlich cool finde. Die ist sehr wässrig. Also wenn ich die hier so drauf mache, ne, dann läuft die so runter. Das finde ich sehr gut, weil ich das eben nicht so mag, wenn es so eine cremige Paste ist. Wenn ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls macht die eine sehr schöne Haut und es hält auch wirklich den ganzen Tag, auch wenn ich keinen Primer oder sowas verwende. Ja, deswegen... Ich habe mich ein bisschen verliebt. Ich werde die noch ein bisschen weiter austesten, weil ich die jetzt erst so seit 2 Wochen benutze. Aber ich muss sagen, bisher finde ich sie richtig cool. Und dann habe ich noch ein Parfum, das ich diesen Monat auch wieder so ein bisschen für mich entdeckt habe. Und bald ist es leer, Leute. Was ist denn das? Was soll denn das? Okay. Es ist der Armani Code. Also von Armani, das Parfum Armani Code. Und es ist das Eau de Parfum und das Toilette, ich weiß es nicht. Das Eau de Parfum, ich habe 30 Milliliter, es ist wie gesagt bald leer, aber ich habe es auch vor 3 Jahren oder so mal bekommen und ich liebe es. Es ist so ein ganz krasser Geruch, den man nicht so wirklich in eine Schublade stecken kann. Wenn ihr zum Beispiel Alien kennt, so ein Parfum ist das. Also das riecht, glaube ich, auch bei jeder Person irgendwie anders und... Ich finde auch eher, dass es ein Parfum für den Abend ist oder ja, wenn man halt irgendwas fancy-schmancy-mäßiges macht, weil es jetzt nicht so irgendwie ein süßes Parfum ist und auch nicht so mega frisch, sondern so eher ein bisschen schwerer, würde ich mal sagen, und geil. Also ich finde es richtig, richtig lecker und ich mag es sehr gerne und ja, ihr könnt ja mal dran schnüffeln, wenn ihr mal wieder im Müller, DM oder wo auch immer seid. Und jetzt kommen wir zu einer neuen Kategorie, und zwar Fashion, beziehungsweise halt Mode, einfach in fancy ausgedrückt. Ich habe mich heute für 2 Paar Schuhe entschieden, die ich mehr oder weniger neu habe, also beide seit April oder März oder so. Und ich habe mich einfach verliebt, ich liebe diese Schuhe. Zum einen haben wir diese mega coolen Holo-Schuhe, also die haben so ein holographisches Muster und sind so ein bisschen wie Chucks aufgebaut, naja, nicht wie Chucks, aber so halt normale Halbschuhe, sag ich mal. So sneakermäßig von Another A oder Another A. Also ich kannte die Marke jetzt nicht. Ich habe es bei Götz gekauft, hier bei uns in Freiburg. Aber die gibt es mit Sicherheit auch irgendwie im Online-Shop oder so. Und die sind halt einfach holographisch. Und ich liebe alles, was holographisch ist. Könnte ich meine Haare holographisch machen? Ich würde es tun, Leute. Ich würde es tun. Aber wer würde es nicht tun? Jedenfalls finde ich diese Schuhe mega, mega cool. Die sind so, so schön und ich liebe sie und... Ich mag sie sehr gerne. Und noch ein weiteres Paar Sneakers, denn ich bin halt echt so ein Sneaker-Girl, ne? Also, ich weiß auch nicht, ich trage halt auch ungefähr fast nie hohe Schuhe und eigentlich immer nur Sneakers, weil ich liebe Sneakers, Leute. Und zwar hatte ich mir die Schuhe eigentlich gekauft, weil ich neue Schuhe fürs Training haben wollte. Also, wer es jetzt nicht weiß, ich tanze Hip-Hop schon seit 9 Jahren, oh mein Gott. Und natürlich brauche ich immer mal wieder neue Schuhe, denn meine Schuhe tanzen sich gerne durch und... Wie auch immer. Jedenfalls habe ich mir von Adidas die Tubular Shadows gekauft. Und die sind ungefähr so geil. Also in schwarz sind die übrigens, wenn ihr es nicht seht. Also, ne? Wie auch immer. Und die sind so cool. Leute, ich liebe diese Schuhe. Die sind so verdammt bequem. Wirklich. Wenn ihr zum Beispiel diese Nike Free Run Schuhe kennt, die sind ja auch so mega bequem. Und so in der Art sind die auch. Die sind einfach der Burner. Und es gibt die jetzt irgendwie seit neuestem auch mit ganz vielen anderen coolen Farben, habe ich gesehen. Und ja, ich wollte halt einfach welche schwarz haben, aber die sind super cool. Und wenn ihr coole Sneakers haben wollt, dann checkt die mal aus, weil ich liebe sie und sie sind echt bequem.
Schreibt mir jetzt unbedingt mal in die Kommentare, was eure Favoriten im April waren, denn das interessiert mich sehr. Und wenn ihr neu hier seid, abonniert mich gerne, wenn ihr mögt und gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr mögt. Ansonsten würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Da poste ich nämlich in letzter Zeit sehr, sehr viel. Genauso auf Snapchat und Twitter und so weiter und so fort. Ist natürlich alles in der Infobox verlinkt, wie immer. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!